So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die Freitag Nachtausgabe. Eine freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Mick und Mick ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Mick. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Mick, was ist dein Thema? Ich habe eine lustige Geschichte zu deinem Thema von dieser Woche, Nachbarn. Ja, ich höre. Ja, und zwar war ich zurück in den 80er Jahren bei den britischen Streitkräften in Bielefeld stationiert. Ja. Und habe außerhalb des Kaserne gewohnt, so einen britischen Wohnsiedlung. Ja. Ja, ich hatte recht ruhige Nachbarn, oder so dachte ich, bis einen Abend saß ich vor dem Fernsehen und plötzlich hörte ich von den Nachbarn so, oder beziehungsweise von der Nachbarin, Schreie um Hilfe. Ich habe mich erstmal gewundert, ja, was ist hier los? Ging zur Tür und lauschte weiter, ja, Hilfe, Hilfe. Ich dachte, ja, sie braucht Hilfe, muss man jetzt reagieren. Ja. Klopfte an die Tür und versuchte zu schellen, aber da kam keiner an die Tür. Ja. Nur diese Schreie um Hilfe wurden immer lauter. Aha. Während du versucht hast zu klingeln oder irgendwie ranzukommen. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Da bleibt mir nicht anders übrig, als die Tür einzutreten. Um dann festzustellen, dass die Hilferufe kamen aus dem Schlafzimmer. Aha. Ja, ich bin dann zum Schlafzimmer hingegangen, habe die Tür aufgemacht. Und sie lag da splitterfasernackt auf dem Bett, festgekettet mit Handschellen. Ja. Ich habe gedacht, ja, wofür schreit sie denn Hilfe? Wo ist ihr Mann oder sonst was? Ja. Ja, bis ich dann um den Bett rumkam und sah ihr Mann, er lag bewusstlos auf dem Boden. Bewusstlos? In einem Batman-Outfit. Ja, in einem leicht aus dem Kopf, ja. Ein Blutsche aus dem Kopf? Ja, richtig, am Kopf so, an der Seite vom Kopf. Ich bin hin und her gerissen, ob ich es lustig finden soll oder ob es doch irgendwas Ernstes ist. Ja, ja, hatte ich auch erstmal gedacht. Also ich guckte erstmal rum und sie sagte zu mir, ja, er ist ausgerutscht vom Kleiderschrank. Und ich, ach so. Wie vom Kleiderschrank, ja, zu ihm hin und... ach so. Es gab keinen anderen Menschen, der ihn irgendwie schachmatt geschlagen hatte. Nein, nein. Es war ein Unfall, ein Versehen. Das war wohl ein Liebesspiel, der glücklicherweise, er ist wohl auf dem Kleiderschrank gewesen, in seinem Batman-Outfit. Natürlich, da gehört man ja auch hin, wenn man Batman ist. Richtig, die Frau gekettet auf dem Bett und er ist da leider ausgerutscht. Ja. Und mit dem Kopf gegen den Heizungskörper geknallt. Ach so, dann hatte sie wirklich um Hilfe gerufen. Das war nicht ein Teil des Liebesspiels, die Hilferufe. Nee, sie brauchte wirklich Hilfe. Sie hat sich Sorgen um ihren Mann gemacht. Ja. Er lag da leider am Boden. Ja. So, jetzt stehst du da. Die Frau ist angekettet, wahrscheinlich sehr leicht bekleidet oder gar nicht. Gar nicht bekleidet. Gar nicht. Ja. Ist ja eine sehr pikante Situation. Der Mann liegt im Batman-Kostüm blutend neben ihr. Was hast du gemacht da? Ja, da habe ich sofort einen Krankenwagen geholt. Ja. Da bewusstlos war und versucht, das Bluten zu stoppen. Aber die haben auch große Augen gemacht, als sie da reinkamen, was? Ja, richtig. Ich meine, in der Zwischenzeit, auf den Zeit, dass ich gewartet habe auf eine Krankenpflege, habe ich sie natürlich zugedeckt, ne, mit die Decke einfach rüber. Ja. ja, die Krankenwagen kamen, Pflege haben den weggenommen. Später wurde es festgestellt, ja, der hat eine leichte Gehirnerschütterung, also nicht nichts Schlimmes. Schlimm. Ja. Ja. Ist dann in der Nacht sicher noch nach Hause gekommen oder am nächsten Tag dann wahrscheinlich? Also 2 Tage später war er zu Hause. Ja. Ja. Wie wurde die Frau wieder losgeschlossen? Ja, das war das Lustigste hinterher. Als der Mann weg war... Und der Krankenpfleger auch in der Krankenwagen? Bitte? Und der Mann und der Krankenwagen waren weg? Ja, ja, ja. Richtig. Ja. Ja. Und dann fragte ich sie so, ja... Wo sie Schlüssel wäre, dass ich sie dann losmachen könnte. Ja, sie wusste nicht genau, wo die war, aber vermutet, dass der Mann die eventuell noch bei sich hat. Im Kostüm natürlich. Ja, richtig. War sie denn an allen Vieren gefesselt? Ja, ja, richtig. Mit Handschellen, ne? Sagtest du. Handschellen, waren die am Bett, an den Bettpfosten befestigt? Richtig, ja.
So, der Schlüssel war vermutlich im Batman-Kostüm von dem Mann. Und nu? Ja, richtig. Da bleibt mir nicht anders übrig, als die Militärpolizei anzurufen. Wir hatten diese Handschellen damals bekommen für Einsätze in Nordirland und so weiter. Der war leicht dran zu kommen. Und er hat wohl mehrere Paare gehabt. Und ja, die waren die gleiche, dass die Militärpolizei benutzte. Ja. Ja, ich musste die dann anrufen. Die sind dann entsprechend hingekommen. Auch ein schönes Grinsen auf dem Gesicht. Dann, ja, losgekettet. Und die hatten dann einen Ersatzschlüssel und dann konnte die arme Frau losgekettet werden. Ja, richtig. Der Typ, war das auch ein Soldat, ein Kollege von dir? Ja, Kollege direkt nicht, aber der war ein Soldat, der in meiner Kaserne war. Ja. Und ja, natürlich, also nicht nur von mir, sag mal, aber ja. Der Geruch ist sehr schnell rumgegangen. Und ja, sobald er wieder in der Kaserne war, so jeder Zweite hat ihn sich schön begrüßt mit den Batman. Wenn das deine Nachbarn waren, dann kanntest du die ja auch so ein bisschen mehr oder weniger, ne? Ja, kaum eigentlich. Also die waren ziemlich neu da hingezogen und waren ja ganz ruhige Nachbarn. Man hat eigentlich nicht so was von denen gedacht. Ja. Das war der Frau wahrscheinlich dann auch im Nachhinein, wenn du ihr irgendwann mal begegnet bist, im Flur oder so, sicher auch eher peinlich, oder? Ja, sehr, sehr peinlich. Ja. Die waren auch recht schnell wieder weggezogen und versetzt worden von dem Militär. Verstehe. Also in eine andere Kaserne woanders. Aber es hatte jetzt keine disziplinarischen Folgen für den Mann? Nein, nicht, dass ich wusste. Nein. Ja, das ist aber wirklich eine sehr schöne und sehr schräge Geschichte. Mhm. Das wirst du deinen Lebtag auch nicht vergessen, ne? Lieber Mick, bist du zurzeit noch in Deutschland oder wieder in Großbritannien? Nee, ich, also seit meiner Zeit bei dem Militär bin ich hier geblieben. Ja? Lass mich raten, der Liebe wegen. Ja. Siehst du? Sprichst du auch hervorragend Deutsch mit einem wunderbar, sehr, sehr charmanten Akzent. Dankeschön. Das klingt wirklich fantastisch. Also du hast jetzt hier so bei uns deine zweite Heimat gefunden. Richtig. Das ist schön. Ich würde eher sagen, meine erste. Die erste. Ich kann mir nicht wieder vorstellen, zurück nach England zu ziehen. Echt? Gar nicht mehr? Hast du denn noch Verwandte oder Freunde in England? Ja, mein Vater und Schwester wohnen noch in England, aber ich gehe da nur ganz selten hin, nur für Besuche und so. Ah, ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Und für die sehr schöne Geschichte. Ja, ich danke für deine Show. Also das höre ich jede zweite Woche, wenn ich Nachtschicht habe und bin völlig ins begeistert. Das ist schön, das freut mich, dass du sagst. Alles Gute, Mick. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, falls ihr gerade eingeschaltet haben solltet. Wir haben wie immer freitags eine freie, eine offene Talk-Radio-Sendung hier. Ihr könnt mich also erreichen, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer. Oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Sabine ist hier. Sabine ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo. Hallo, Sabine. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar, bei mir geht's um die Freundschaft zu meinem besten Freund, mit dem ich schon sehr lange befreundet bin. Wie lange? Oh, seit ich 9 bin. Ja, fast. Und Sandkastenfreundschaft. Ja, fast. Fast. Da bin ich gerade auf dem Sandkasten drauf. Und ist dann halt so gekommen, dass ich mit 11 angefangen habe, so andere Gefühle für ihn zu empfinden. Also wirklich vom Platonischen dann. Ich habe mich wirklich richtig in ihn verknallt bis jetzt. Bis jetzt? Ja, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Also mit 11 fing es an und es hält bis jetzt vor. Ja, es hält immer noch und wird immer stärker, wo ich die Hoffnung hatte, dass es abschwächt. Wie ist es denn bei ihm? Das weiß ich ja halt nicht. Ich traue mich ihm wirklich, das nicht zu sagen oder mich das irgendwie zu äußern, weil ich mich vor Angst habe, einfach, dass die Freundschaft kaputt gehen könnte. Darin, also ihr seid richtig gute Freunde. Ja, wirklich sehr gute Freunde. Das erinnert mich gerade, kennst du die US-Serie Dawson's Creek? Ja, die kenne ich. Da war das ja genauso. Ja, ne? Aber das ist nochmal realer bei mir. Das ist viel realer, klar. Ja. Gab es denn irgendwann mal von deiner Seite aus so einen Versuch, das vielleicht in Richtung Beziehung oder Liebe zu bringen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe es immer versucht zu unterdrücken. Und wenn es dann ganz stark wurde auf meiner Seite, habe ich dann immer versucht, so ihm zu verstehen zu geben, dass ich ihn hasse. So. Also es ging dann richtig weit, dass ich angefangen habe, richtig verbal und so
nicht nett zu werden. Also ganz unfreundliche Sachen habe ich zu ihm gesagt. Also so, dass er denken sollte, nee, die ist niemals in mich verliebt. Ja, genau, dass er nur nicht das Gefühl bekommt, dass es von meiner Seite Gefühle... Wie innig, wie intensiv ist denn euer Kontakt und eure Beziehung? Es ist wirklich, es ist sehr tiefgründig. Also wie oft seht ihr euch? Das ist also in letzter Zeit nicht so oft, aber wir reden, wir telefonieren regelmäßig und ich weiß sehr, sehr private, intime Sachen über ihn und er auch über mich, also was wir auch keinen anderen Freunden erzählen würden. Ja, das dann gehört dazu ja auch, du bist 20 Jahre alt, ich vermute mal, dass er auch so in deinem Alter ist. Er ist 22. 22. Dazu gehört dann ja auch, dass man sich gegenseitig so Dinge aus dem Bereich Verliebtsein und Erotik erzählt. Macht ihr das? Ja, ich hatte noch nie eine Beziehung und er auch noch nicht. Das ist ja wie im Film. Das ist ja wirklich wie im Film. Ja, er hatte eine Woche, also er war mit eine Woche lang mit einer zusammen gewesen. Ja. Und ich hab das erst im Nachhinein erfahren. Ja. Da, wo schon alles rum war. Und war das für ihn, hast du den Eindruck, dass ihm das unangenehm war, es dir zu erzählen? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so gewesen wäre, hätte ich es überhört, weil ich einfach so mit mir selber beschäftigt war, als er es mir erzählt hat, dass ich da gar nicht auf sowas hätte achten können. Sprecht ihr denn nicht darüber nach dem Motto, naja, jetzt irgendwie muss ja mal was passieren oder ich bin verknallt in den oder den finde ich ganz süß und... So was, also ich habe ganz oft einfach mal so, naja, nicht wirklich, also ich habe dann erzählt, ja, den finde ich ja ganz süß oder in den bin ich verknallt, aber es war nie wahr. Ich wollte ihm einfach nur das Gefühl geben, dass er weiß, dass es für mich Typen gibt. Also Sagt er das denn auch von Mädels? Nee, eher selten. Eher selten. Das kam vielleicht in der ganzen Freundschaft zweimal vor. Also ihr habt beide noch mit keinem Menschen geschlafen? Nee, haben wir nicht. Ihr seid beide Jungfrauen noch? Ja. Redet ihr denn über Sexualität? Ja. Das schon? Ja, ganz offen. Ja. Wir haben sowieso keine Probleme, darüber zu reden. Ja. Wart ihr auch schon mal zusammen in Urlaub? Nee, wir waren in einer Klasse, da waren wir mal auf Klassenfahrten, aber wir waren noch nie zusammen im Urlaub. Wenn ihr euch, wie weit wohnt ihr auseinander? Wir wohnen in der gleichen Stadt, aber also jetzt nicht gleich um die Ecke, also ich bin ein kleiner Weg. Ein kleiner Weg, also nicht so ganz weit auseinander. Nein, überhaupt nicht. Wie geht ihr so miteinander um? Ist das schon... ein bisschen zärtlich, dass ihr euch schon mal so umarmt? Überhaupt nicht. Das haben wir überhaupt nicht. Also bei uns war es noch nie, also wirklich, vielleicht dieses Begrüßungsküsschen, aber nie weiter. Überhaupt nicht. So kann es ja nicht weitergehen. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Und deswegen hat meine Freundin auch gesagt, ich sollte mal bei dir anrufen, weil ich nicht auf sie hören möchte. So kann es nicht weitergehen, obwohl ich deine Situation gut verstehen kann. Weil du natürlich Angst hast, in dem Moment, wo du was an euren Rollen veränderst, dass du alles kaputt machst. Ja, die Angst ist natürlich da. Ja, das will ich nicht riskieren. Ja, aber andererseits besteht natürlich auch die große Chance, dass etwas ganz Neues und vielleicht noch Tolleres entsteht als das, was jetzt da ist. Das wäre schön, aber das ist halt diese Ungewissheit und da möchte ich lieber, also das ist diese Ungewissheit, die einen halt wirklich zermürbt und wo man Angst kriegt, ne? Und einfach jedes Mal nur die Freundschaft auf dem Spiel. Stell dir mal die Situation vor, er würde sich in eine andere Frau verlieben. Wie du, du würdest leiden wie Hund. Ja. Und spätestens dann wäre die Beziehung auch kaputt, weil er das natürlich merken würde und ihr könntet keine Freundschaft vorgaukeln, weil es keine Freundschaft ist von deiner Seite aus. Von deiner Seite ist es Liebe. Ja, es ist auf jeden Fall Liebe. Es ist Liebe. Also so. Liebe und ich finde, dass man die Liebe, zumindest in so einer Konstellation, wie sie bei euch vorzufinden ist, nicht auf Dauer unterdrücken darf. Und da muss man immer volles Risiko gehen. Weil du hast viel zu gewinnen, du hast natürlich auch viel zu verlieren. Genau. Und davor habe ich ja die große Angst. Aber du hast ja schon so lange gewartet, Mensch, du bist 20 Jahre alt. Ja. Das ist schon lange, er ist 22. Es ist ja fast schon süß. Vielleicht verwahrt ihr euch beide füreinander auf und er ist genauso ängstlich wie du. Interessant ist ja, dass er noch keine Freundin hatte. Wenn er jetzt so schon sehr früh angefangen hätte und hätte schon ein paar Beziehungen hinter sich, dann würde ich auch sagen, naja, der ist vielleicht nicht interessiert. Aber das ist ja, also es gibt für mich jetzt nur zwei Thesen. Entweder ist er schwul. Ja, ich habe nicht beschlossen. Oder der ist so auch in dich verliebt und traut sich nicht vor und nicht zurück und ist genauso erstarrt wie du in der ganzen Lage. Das wäre eine Traumvorstellung. Hast du denn über diese schwule Komponente auch mal nachgedacht, ob das sein könnte, eventuell? Ja. Sehr oft habe ich darüber nachgedacht und habe auch schon richtige Albträume deshalb gehabt, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann bist du mal in einen verknallt und dann ist der auch noch schwul. Nee, das darf nicht sein. Ich persönlich habe sehr viele schwule Freunde, aber nicht der darf nicht schwul werden. Oder sollte es nicht sein? Sabine, ich finde, du solltest da einen Schritt
ins Unbekannte machen. Ja. Du solltest einen Schritt nach vorne gehen. Mit allem Herzklopfen, das damit verbunden ist. Oh. Aber wie gesagt, es kann auch ein ganz, ganz neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen. In eurem Leben aufschlagen. Ja, es könnte dann auch andersherum so sein, dass wir dann uns also fremd werden, weil ich ihm das gesagt habe und er dann vielleicht nicht mehr mit mir auskommen kann. Vielleicht. Aber weißt du, es hat wiederum dann auch einen Vorteil. Nehmen wir mal an, du gehst diesen Schritt weiter und du bekommst zurück signalisiert, nein, bei mir ist dieses Gefühl nicht so. Ich liebe dich nicht, du bist meine Freundin, aber ich liebe dich nicht. Dann ist das zwar irre schmerzhaft, aber du bist letztendlich einen Schritt weiter, weil du weißt, woran du bist. Und das so lebst du ja in einer Hoffnung, in einer Illusion. Ja, aber manchmal ist die Illusion doch viel schöner als die harte Realität. Das stimmt also, schon, aber du willst ja keine alte Frau mit der Illusion werden. Nee, das ist eine grauenvolle Vorstellung. Ja, du musst ja irgendwie, muss ja mal ein bisschen Butter bei die Fische kommen. Ja, das ist, also man wünscht sich schon, dass ich auf ihn zugehen könnte und ihm das einfach sagen könnte und dann auch von seiner Seite aus auch positiv. Natürlich, du wünschst dir das Ideal, aber wir wissen es nicht. Also, ich glaube, wir würden jetzt im Kreis reden. Wir haben das erörtert, wie man das erörtern kann. Meine Einschätzung ist, dass du es tun solltest. Vielleicht nicht direkt morgen und übermorgen, aber dass du es in absehbarer Zeit tun solltest. Mhm. Wenn du es getan hast, schick mir bitte eine Mail. Dann unterhalten wir beide uns nochmal. Ja, werde ich machen. Und ich wollte noch fragen, ob ich vielleicht Autogrammkarten bekommen könnte. Sehr gerne. Für meine Freundin und mich, weil du bist unsere gute Nachtsendung. Wir gucken dich nämlich jeden Abend zusammen. Das ist ja nett von dir. Ja, natürlich. Du legst auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Ja, vielen Dank. So machen wir es. Liebe Sabine und toi, toi, toi und alles Gute und viel Glück. Vielen Dank. Tschüss. An dieser Stelle ein Hinweis auf unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema. Ich habe es aus Liebe getan. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema verrückte Partys, abgefahrene Partys. Ihr könnt euch natürlich jetzt schon und rund um die Uhr zu diesen Themen bei uns anmelden. Dienstag auf Mittwoch, ich habe es aus Liebe getan und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verrückte Partys. Jenny ist hier und Jenny ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jenny, du klingst aber traurig. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen neben der Spur. Was ist los? Ja, es geht um meinen verstorbenen Mann. Also ich sag mal so, ich bin mit 19 Mutter und gleichzeitig auch Witwe geworden. Mit 19 Jahren Mutter und als du 19 warst, ist dein Mann verstorben? Ja. Wie alt war dein Mann? 30. 30. Wie lange wart ihr da schon verheiratet? 6 Tage. 6 Tage. Was ist denn da passiert? Er hat akute millionische Leukämie gehabt. Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon, dann kann ich dich vielleicht ein bisschen besser verstehen. Er hatte akute Leukämie gehabt. Akute millionische Leukämie. Also als ihr euch kennengelernt Er war noch gar nichts. Er war noch im April beim Gesundheitsamt, weil er im Männerwohnheim gewohnt hat. Mhm. Und da wird ja alles durchgecheckt. Und da war gar nichts. Und im August hat es dann angefangen mit seinen ganzen Symptomen, dieses Blasse und diese Schlappheit. Und Dann ist er innerhalb kürzester Zeit verstorben. Ja, ich bin am 10.10. habe ich meine Tochter geboren. Mhm. Das ist eure gemeinsame Tochter. Mhm. Er hat zu mir immer gesagt, mit 30 will ich Papa werden. Mhm. Mhm. Und das Letzte, was er eigentlich vor dem Sterben gesehen hat, war ihr Foto über seinem Bett. Jetzt muss ich mal rechnen, wie lange hat er denn deine oder eure Tochter dann noch erleben dürfen? Also voll einen knappen Monat vielleicht. Knappen Monat nur noch. Weil er war erst mal auf einer normalen Station, aber sofern die grüne Welle kommt bei einer Leukämie, heißt es, du musst mit Mundschutz, Handschuhe und Kittel rein. Mhm. Und dann kann man ein kleines Säugling nicht mitnehmen. Mhm. Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Das ist ja das, was mich so kaputt macht. Die Ärzte haben zu mir gesagt am Dienstag, das weiß ich noch haargenau, die geben ihm keine Überlebenschance mehr. Hm. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und genau um 8.46 Uhr habe ich mich schwarz angezogen, bin zu meinem Kumpel ins Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, mein Kumpel hieß auch Sandor, genau wie mein Mann. Hm. Und dann sagte ich zu ihm, Sandor ist gerade gestorben. Oh, woher willst du das wissen? Mach dich doch nicht so fertig. Ich sage, ich weiß es, in 5 Minuten kommt ein Anruf. Und genau in 5 Minuten später kam dieser Anruf. Und dann haben die mich nur gefragt, ob ich heute nicht ins Krankenhaus kommen würde. Mhm.
weil, naja, gesagt haben sie dann noch nicht, aber ich wusste es ja. Und dann meinte ich, ja, ich würde dann mittags kommen mit meiner Familienbetreuung. Dann meinten die, nur es ist gut, damit sie sich jemanden mitnehmen. Also da war er aber schon tot, als sie das gefragt haben. Ja. Also das war so eine Frage, ob du ihn noch mal sehen möchtest. Ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, als ich da war ich schon unten in der Pathologie drin. Ja. Und ich komme damit einfach nicht klar. Ich kann ihn nicht loslassen, ich liebe ihn einfach noch zu sehr. Kommst du generell nicht damit klar, dass er verstorben ist? Oder machst du dir auch irgendwelche Vorwürfe? Ja, ich wollte gestern eigentlich schon anrufen. So. Aber ich bin nicht durchgekommen. Auch meine Psychiaterin oder Psychologin oder was ich da hatte, die meinte zu mir, wenn sie bei ihm... Machst du dir Vorwürfe? Wenn sie bei ihrem Mann gewesen wären, wäre er nicht gestorben. Sowas musste ich mir anhören. Das hat eine... Das hat eine Psychiaterin, eine Psychologin zu dir gesagt? Ja. Zweimal am Tag war ich da für mehrere Stunden. Lass mich das nochmal rekonstruieren. Man hat ja im Krankenhaus gesagt, er hat keine Überlebenschance mehr. Erst hatten die zu mir gesagt gehabt, sie wissen nicht, ob wir das Wochenende überleben. In dem Moment sind am 6.12. ist er auf eine Intensivstation gekommen und am 9.12. haben sie dann gesagt, sie wissen nicht, ob wir es überlegen. Und die Psychologen vom Krankenhaus und alle rumherum meinten, ihr müsst noch heiraten und. Aber ihr wart ja schon verheiratet. Nee, gerade nicht. Ach so. Wir haben am 9.12. dann geheiratet. Er konnte noch nicht mal, er hat ja meinen Namen angenommen. Ach so, ihr habt im Krankenhaus noch geheiratet. Auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation, ach so. Ach so. Und auf jeden Fall... Lass mich das nochmal, weil ich das nicht gerade richtig verstanden habe. Er ist morgens um 8 Uhr oder abends um 8 Uhr verstorben? Morgens um 8 Uhr. Morgens um 8 Uhr. Und hatte man dir an dem Tag vorher schon gesagt, dass es ganz schlecht um ihn steht? Am Dienstag haben sie zu mir gesagt, wir geben keine Überlebenschancen mehr. Und warum bist du... Lass mich mal fragen, sonst kriege ich es nicht so ganz auf die Reihe alles. Und warum bist du an dem Abend, als man dir das gesagt hat, dass es ihm so schlecht geht, nicht nochmal zu ihm gefahren? Weil ich es nicht konnte. Warum konntest du es nicht? Weil ich ein 2 Monate altes Säugling zu Hause hatte. Ah ja, verstehe. Und meine Mutter, die konnte die Kleine nicht nehmen, weil es ihr auch nicht so gut ging. Ja, das heißt, diese ganze Nacht, da warst du innerlich schon... Ich habe mich diese ganze Nacht gequält. Weil ich ganz genau wusste, was passiert. Lass mich mal einen Satz zu dieser unsäglichen Äußerung deiner Psychologin sagen. Das ist so ein... Mist. Ja. So ein Mist. Wenn ein Mensch so schwer krank ist und die Ärzte dir sagen, dass er sogar keine Überlebenschance hat, ist es absurd, einem Angehörigen zu sagen, wenn du dabei gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Das ist doch. Aber Domian, das Problem an der ganzen Sache ist, ich bin nicht die Einzige, die leidet. Die eigentlich am schlimmsten dran leidet, das ist unsere Tochter. Wobei, die ist ja jetzt noch ganz klein, ne? Die ist jetzt 2 Jahre und 4 Monate. Die hat das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Nein, aber sie spürt es, Domian. Sie spürt natürlich auch, dass du so traurig bist. Nein, sie spürt wie abweisend ich zu ihr bin. Warum bist du zu ihr abweisend? Weil ich habe meinen Mann einen Tag vor seinem Tod noch gesehen, wie er diese ganzen Schläuche in sich hatte, diese ganzen Spritzen drumherum, denn diese Katheter und alles hatte. Und meine Tochter... Wie soll ich das sagen? Die hat nicht ein Stück von mir. Was hat sie? Sie hat nicht ein Stück von mir. Sie sieht haargenau so aus wie ihr Vater. Ja. Aber warum lehnst du denn deine Tochter dann ab? Weil es mir weh tut. Was tut ihr weh? Das versteht keiner. Es tut mir einfach weh, sie anzugucken. Weil sie dich so sehr an ihn erinnert? Nein, nicht deswegen. Sondern? Ich bin froh, damit meine Familie meinen Mann so in Erinnerung hat, wie er war. Dieses Lustige, dieser Mann, der hat mir mein Leben gerettet. Weißt du, der hat... Okay, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum du deine Tochter abweist. Weil wenn ich sie sehe, sehe ich meinen Mann. Ich sehe meinen Mann einen Tag vor seinem Tod. Wie er diese ganzen schwarzen Flecke hat, wie er diese ganzen Schläuche hat. So sehe ich meine Tochter. Ach so. Ich sehe sie einfach so. Ist das so schlimm, dass du wirklich eine Distanz zu dem Kind hast? Ja.
Und ich versuche jetzt schon alles, damit ich das ändere. Ich versuche mit ihr zu spielen, aber sie will nicht mit mir spielen. Mhm. Ich versuche mal mit ihr zu kuscheln. Mit meiner Mutti zum Beispiel kuschelt sie 30 Minuten, eine Stunde. Mhm. Und wenn sie dann meint, meine Mutti zu mir, dann nimm sie doch mal in den Arm. Im Grunde genommen liebst du natürlich dein Kind. Ich liebe mein Kind über alles, weil es ist das Einzige, was ich von ihm noch habe. Mhm. Aber es kann natürlich jetzt sein, dass aufgrund des Schocks, den du damals erlitten hast, da so eine komische Psycho-Verdrehung entstanden ist, wie du sie mir gerade erklärt hast, dass du deinen sterbenden Mann in ihrem Gesicht siehst und irgendwie auf Distanz bist, was man so rational gar nicht nachvollziehen kann. Ich versuche, meinen ganzen Kummer und meinen ganzen Schmerz schon in Gedichten rein zu versetzen. Mhm. Ich habe, seitdem mein Mann geschrieben ist, schon über 70 Gedichte geschrieben. Hast du denn, was vielleicht gar nicht schlecht ist, aber in dem Fall, glaube ich, wird das nicht ausreichen. Das kann dich sicher etwas erleichtern, aber es wird sicher nicht endgültig ausreichen. Was ich dich noch fragen wollte, hattest du denn, war dein Mann noch in den letzten Tagen bei vollem Bewusstsein? Nein. Er konnte nicht mal mehr meine Unterschrift schreiben. Als er an unserer Hochzeit oder was es auch immer gewesen war, sagen wir es mal so, weil für mich war das keine wirkliche Hochzeit, das war einfach nur Unterschrift drunter fertig war. Weil die Schrift, die sah so aus, als wenn meine Tochter malen tut. Als er noch bei Bewusstsein war. Ja, anders konnte man diese Trauung nicht vollziehen. Er musste noch wach sein, er musste noch klar denken können. Das haben die Ärzte ihn vorher auch gefragt. Ja. Aber ich gehe mal noch ein paar Tage noch weiter nach vorne. Als er noch klarer war, oder vielleicht eine Woche oder so, habt ihr da über seinen Tod gesprochen? Nein. Ich habe nur gemerkt, damit er aufgehört hat zu kämpfen. Weil in seinem Zimmer sind drei Leute an das Gleiche gestorben. Zwei an der Nachchemo und einer an der Chemo. Und bei ihm ist es nun so passiert, die Chemo hat das Gegenteil bewirkt. Die Chemo hat bewirkt, damit sich die Zellen verdoppelt haben. Jenny, pass jetzt mal auf. Ich finde, das hat so eine dramatische Nachwirkung, wenn du so ein Verhältnis zu deinem Kind hast, dass man da wirklich mit ganz, ganz gezielten psychologischen Maßnahmen rangehen muss. Und du hast offensichtlich bisher Pech. Es tut mir einfach nur weh, weißt du? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich glaube, dass du bisher auch Pech gehabt hast mit deinen Psycho- oder psychiatrischen... Ich hatte fünf Stück gehabt. Ich war auch schon im Geschlossenen früher. Ja. Ich hatte alle Probleme, die ein Mensch nur haben kann. Ja. Von Drogensucht zu Alkohol, Bulimie. Und mein Mann, der hat mich da rausgeholt. Jenny, ich habe hier im Hintergrund eine ganz tolle Psychologin. Das habe ich schon mitbekommen. Wirklich. Und Ich gucke auch regelmäßig. So, und mit der möchte ich jetzt sehr gern, dass du dich mit der Psychologin, mit der Magdalena ausführlich unterhältst. Und ich bin sicher, dass sie dir ein paar sehr gute Hinweise und Ratschläge geben kann und dir vielleicht auch eine Verbindung irgendwo hin stricken kann. Das weiß ich nicht genau, aber ihr müsst jetzt miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig. Ich bitte dich, aufzulegen. Und dann bekommst du einen Anruf von meiner Psychologin, der Magdalena. Und dann habt ihr ganz viel Ruhe und könnt wirklich alles genau besprechen. Einverstanden? Ja. Liebe Jenny, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Auf jeden Fall hast du eine Bombensendung, muss ich dir ehrlich mal sagen, weil ich gucke dich auch jede Nacht, wenn man so will. Aber ich komme halt nie durch, außer heute. Aber ich danke dir für alles. Und ich freue mich, dass du durchgekommen bist und hoffentlich können wir dir etwas helfen, liebe Jenny. Alles Gute, wir werden uns gleich bei dir melden. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr uns auch gerne erreichen wollt, dann macht das über diese kostenfreie Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Dunja. Das stimmt, ne? Dunja. Ja, hallo. Hallo. 41 Jahre, guten Morgen. Ich habe schon seit mehreren Wochen versucht, dich anzurufen, weil mich eine Sache sehr belastet. Und zwar hatte ich eine Beziehung über mehrere Monate mit einem Mann, der von der Drogenszene war, was ich allerdings erst später erfahren habe. Was heißt Drogenszene? Und ich habe auch im Nachhinein erst erfahren, dass er HIV-positiv und Hepatitis C infiziert ist. Und, also er war drogenabhängig. So, dass ich also während der ganzen Beziehung... Dunja, er war drogenabhängig. Ja. Ja. Und also heroinabhängig und hatte mir also erzählt, er sei im Methadon-Programm und bekäme also nur noch Methadon und würde ab und zu mal ein bisschen Gras rauchen, aber das wäre auch alles. Und im Laufe der Beziehung, als unser Kontakt auch enger wurde, habe ich dann mitbekommen, dass er also halt weitaus mehr noch konsumiert. Und da ich aber sehr, sehr verliebt war in diesen Mann, habe ich das einfach so hingenommen, habe immer gehofft, dass das besser wird, aber es wurde eigentlich immer schlimmer. Mhm. Und es war dann so, dass es halt eben darum ging, dass ich Kondome besorgt habe, die er also abgelehnt hat und wir dann also wochenlang wie Geschwister nebeneinander im Bett gelegen haben, zwar gekuschelt haben, ich ihm nicht mit ihm schlafen wollte, ungeschützt. Er aber gesagt hat, ich werde niemals ein Kondom benutzen. Aber da war schon klar, dass er HIV-positiv ist. Nein, das wusste ich zu
zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte diese Befürchtung, weil er halt eben, weil ich halt eben jetzt wusste, aus welchem Milieu er kommt. Ich meine, im Zeitalter von AIDS und allen anderen möglichen. Und er hat gesagt, nein, ich benutze kein Kondom. Genau. Er hat zu mir gesagt, er benutzt kein Kondom und dabei bleibt er und ich sollte mich nicht so anstellen, wenn ich also eine Krankheit hätte, dann wie zum Beispiel HIV, dann würde er bewusst ungeschützt mit mir schlafen, weil er mich ja liebt und weil er halt eben alles mit mir teilen möchte. Und da bin ich das erste Mal recht stutzig geworden, dass er halt so eine Aussage gemacht hat. Unfassbar, das hat er so gesagt. Ja. Unfassbar. Er hatte dann also auch, also es ist so gewesen, die Beziehung, dass er mich ständig kontrolliert hat, dass ich also nicht mehr mit Freunden Kontakt haben durfte, dass ich also auf Schritt und Tritt von ihm begleitet wurde, dass ich nicht mehr telefonieren durfte. Also er hat versucht, mich völlig zu vereinnahmen. Und das Problem war, ich habe auch total an ihm gehangen. Ich war ihm eigentlich schon fast töricht, kann man sagen. Wie lange liegt diese ganze Geschichte eigentlich zurück? Die liegt jetzt zweieinhalb Monate zurück. Es liegt ich hatte am Anfang verstanden, das hat 2 Monate gedauert. Nein, 6 Monate. Also, ja. Und es war also so, dass ich also wirklich, der hat Leute zusammengeschlagen, die mit mir gesprochen haben. Und also, weil er einfach wollte, dass ich überhaupt zu niemandem mehr Kontakt habe. Hat mich also wirklich total vereinnahmt und mich ständig kontrolliert per Handy und so. Wie hat sich das denn mit der Sexualität weiterentwickelt? Habt ihr dennoch miteinander geschlafen? Nein, also ungeschützt erstmal nicht. Und ich habe also, wie gesagt, darauf bestanden, dass ein Kondom benutzt wird. Und es ist dann also so gekommen, dass wir also über Wochen, wenn er hier bei mir übernachtet hat, was ich auch nicht jeden Tag wollte, weil es mir einfach zu anstrengend war, die ganze Situation, wenn er hier geschlafen hat, dass wir erstmal zunächst nur gekuschelt haben und er das also akzeptiert er, dass ich gesagt habe, ich bestehe auf Kondom und er hat dann immer gesagt, ich besorge einen Attest und dann und das hat er aber von einer Woche zur anderen verschoben und wie hast du es denn dann? Ohne Attest werde ich das nicht tun. Ja, wie und wann hast du es denn dann herausbekommen, dass er HIV-positiv ist? Ja, eigentlich erst als es schon zu spät war im Prinzip. Was heißt zu spät? Ja, er hat dann also eines Nachts gegen meinen Willen halt ungeschützt mit mir geschlafen und ich bin dann sofort also in Panik ausgebrochen und habe also dann halt eben über andere Leute und über, also da hat ein Arzt, mit dem habe ich darüber geredet, gesagt, dass ich darüber total verzweifelt bin und der hat dann die Akte von ihm durchgeguckt. Also ich weiß aus ich möchte jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ich merke, du bist gerade so ein bisschen am Schwimmen, ne? Wie kann irgendein Arzt Einblick in eine Akte nehmen und wiederum einem fremden Menschen dir sagen, dass dieser Mensch hat? Nein, das hat er nicht gesagt. Ich habe meine Situation geschildert, habe gesagt, dass das eben halt gegen meinen Willen abgelaufen ist. Ja. Und der hat dann zu mir gesagt, dass er in die Karte guckt, aber dass er mir also nichts Genaues sagen dürfte, weil er sich damit über die ärztliche Schweigepflicht hinwegsetzen würde. Aber dieser Mann war denn eben bei dem Arzt auch Patient? Nein, das war in einem Krankenhaus, wo er mal gelegen hatte, wo ich wusste, dass er dort gelegen hat. Ja. Und da habe ich angerufen. Und der Arzt kannte ihn nicht persönlich, sondern der kannte jetzt also nur diese Geschichte und hat gesagt, er wollte sich die Akte aus dem Archiv suchen. Und auf jeden Fall, auf diesem Wege kam heraus, dass er definitiv HIV-positiv ist. Ja, und Hepatitis C beides. Und das auch schon seit vielen Jahren. Also der Arzt hat mir das, hat zu mir gesagt, ihr dürft mir das nicht sagen. Also richtig, aber ich sollte mich dringend untersuchen lassen. Und dann habe ich gesagt, nur in Bezug auf Hepatitis C, hat er gesagt, nein, auf beides, also es wäre ganz dringend. Und dann habe ich das, da mein... Na gut, aber das geht ja so schnell nicht, wenn du gerade erst mit ihm geschlafen hattest. Genau, und dann bin ich also zu meinem Hausarzt gegangen, der hat dann also auch die ersten Tests gemacht. Er sagte, das müsste man zur Sicherheit, weil im Falle von, wenn ich positiv sein sollte, müsste ich ihn anzeigen, weil das wäre halt eben eine Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung gewesen. Und ich bin dann auch bei der Polizei gewesen und konnte mich aber dann nicht entscheiden, eine Anzeige zu machen, weil ich halt eben da noch nicht wusste, ob ich jetzt positiv bin oder nicht. Ja. Und die Polizei hat also auch in der Akte, weil er also schon sehr oft und sehr lange im Gefängnis gewesen ist, was ich ja auch nicht wusste, hat also auch da die wussten auch von der Erkrankung, also von der Infektion. Jetzt lass uns mal einen Schritt in die Gegenwart machen. Also bist du gesund? Tests hatte. Bist du gesund? Und die zweiten Tests waren also auch in Ordnung und ich muss aber jetzt trotzdem noch mal 6 bis 8 Wochen warten. Ja. Eigentlich noch 3 Monate, aber 6 bis 8 Wochen sind das jetzt noch, die halt eben bis die ganz endgültigen Ergebnisse da sind. Mein Gott, hast du aber Horrorwochen hinter dir, was? Relativ sicher ausgeschlossen ist bei der Hepatitis C noch nicht. Da hast du aber Horrorwochen hinter dir. Ja, genau. Und das hat mich also auch unheimlich runtergezogen und belastet. Und ich komme irgendwie
mit, also der meldet sich noch jeden Tag bei mir, also schickt mir noch Nachrichten, Briefe, Päckchen und alles mögliche und möchte mich halt unbedingt wiedersehen. Also er weiß ja jetzt, ich habe ihn einfach verlassen, von heute auf morgen, nach dieser Sache. Und er weiß eigentlich gar nicht, dass ich weiß, dass er infiziert ist. Er weiß auch nicht, warum ich ihn überhaupt verlassen habe. Er hat eigentlich überhaupt kein Schuldbewusstsein. Er wirft mir also immer wieder vor, dass ich ihn einfach verlassen hätte, obwohl ich hätte... Ich glaube, der hat überhaupt gar kein Schuldbewusstsein, wenn der sich so verhält, wie er sich bei dir, wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Ich meine, jetzt letztendlich ist es ja eine Vergewaltigung, über die wir sprechen. Ja, und das ist eben mein Problem. Auch noch, zu allem kommt das ja auch noch hinzu. Das ist mein Problem. Ich habe, das ist eigentlich auch so, ist natürlich diese Monate die, oder Wochen, die ich jetzt hinter mir habe, mit der Angst, infiziert zu sein. Andererseits aber auch dieses Gefühl, ja, der ist halt eben durch seine Drogen sehr, ja, wie soll man das sagen, nicht mehr so ganz in der Welt und weiß vielleicht gar nicht, was er getan hat. Da kommt auch wiederum bei mir so eine Ambivalenz. Und ja, aber das wäre keine, ist keine Entschuldigung. Und da hätte ich jetzt aber auch nicht im Ansatz irgendwie ein Verständnis gar noch für diesen Mann. Wie schwer drogenabhängig war oder ist er denn, weißt du gar nicht so richtig, ne? Also ich weiß jetzt, eigentlich recht viel. Ich habe mich also mit ganz vielen Menschen, die also auch professionell mit ihm zu tun hatten, in Verbindung gesetzt. Und ich weiß also ganz sicher, dass er seit 20 Jahren heroinabhängig ist. Und er ist Polytoxikomane, also er nimmt alles, was man sich so... Eigentlich, ich sag dir mal, ja, eigentlich gehörte der angezeigt. Ja, das, genau das. Weil das, was er jetzt mit dir gemacht hat, macht er mit anderen Frauen unter Umständen auch. Und kann sehr, sehr viel Unheil und sehr viel Leid anrichten. Also, ich finde das schockierend, was du da erzählst. Das Problem ist halt meine Ambivalenz. Also meine Freunde sagen zu mir, das ist, als hätte er auf dich geschossen. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist eine lebensbedrohliche Geschichte, die er mit dir gemacht hat. Und ich kann das immer noch nicht so sehen. Ich habe überhaupt keinen Hass. Oder ich habe, eigentlich ist es so, dass ich ihn immer noch, also wenn er mir schreibt oder sich mit mir, Brief und sowas lasse ich zurückgehen. Aber er schickt mir auch immer so, Sprachmitteilungen aus Festnetz und solche Sachen. Und dann bekomme ich immer Mitleid mit ihm und bekomme irgendwie das Gefühl, ich weiß ihm keine Schuld zu. Und jeder sagt zu mir, ich müsste anfangen zu sehen, dass das ganz schlimm war, was er mit mir gemacht hat. Das sehe ich allerdings auch so, ja. Das sehe ich auch so. Immer noch das Gefühl, was ist das in dir, dass du dieses Verständnis, dieses Mitleid siehst? Das ist ja das, was ich überhaupt selber nicht verstehen kann. Also wenn mir das jetzt jemand erzählen würde von einem anderen Menschen, der das mit ihm gemacht hätte, wüsste ich, wie ich reagieren würde. Bei mir selbst weiß ich es eben nicht. Er kann mich jeden Tag wieder aus der Bahn werfen, indem er halt eben sich bei mir meldet. Dann bin ich wieder in einem totalen Gefühlschaos. Warum hast du es ihm eigentlich nicht gesagt? Warum du ihn verlässt? Ich hätte es dann nicht gekonnt. Ich hätte dann nicht gehen können. Ich bin einfach weggegangen. Und dann hat er das nicht verstanden und hat sich natürlich ständig immer wieder bei mir gemeldet. Warum sagst du es im Nachhinein ihm nicht? Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber ich habe auch, wenn ich mich mit ihm treffe, dann weiß ich, dass ich ihm wieder sozusagen verfallen werde, weil ich... Ja, hast du eine Adresse von ihm? ...total in ihn verliebt war und dass ich ihm da überhaupt nicht... Hast du eine Adresse von ihm? Ja. Schreib es ihm. Ja. Schreib es ihm. Also, und verbindest damit, dass du dir verbittest, dass er sich immer bei dir meldet. Ja, ja. Er hätte dich zu Tode bringen können. Das, was ich überhaupt nicht begreife, dass ich das nicht als so schlimm ansehe. Ich meine, ich habe einen Horror hinter mir. Also ich habe die ganze Zeit echt nur Angst gehabt. Also ich hatte Angst, das ist eine Form, Dunja, das ist eine Form oder so, dass jemand mit meinem Blut in Kontakt kommt, dass ich jemanden infizieren könnte oder sonstiges. Ich habe mich also total abgeschirmt. Das ist eine Form von schlimmem Verfallensein einem Menschen. Ich finde, das ist ein Beispiel, wie schlimm man einem Menschen verfallen sein kann. Ja. Selbst dann noch, wenn der Mensch einem unter Umständen den Tod oder eine schwere Krankheit bringt. Ja. Was natürlich wirklich auch die große Frage an dich stellt, warum funktionierst du so in diesem Fall? Was rührt der an in dir? Warum ist das so? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Der war mehr wie mein, als wäre ich sein Besitz, als sein Partner. Und das ist eben, ich sag ja, wie der mit mir umgegangen ist, wenn er gekommen ist, hat er mein Bett kontrolliert, ob jemand anders hier geschlafen hat. Also das war ganz schlimm und ich verstehe das selber nicht. Ich finde, dass du... dass der aus meinem Leben verschwunden ist. Ne? Ja, aber irgendwie ist er ja nicht aus deinem Leben verschwunden.
Bitte? Irgendwie ist er ja noch da, du sagst ja. Er hat also eine absolute Präsenz immer. Mhm, eben. Ich finde, dass du ihm das sagen musst, warum du gegangen bist. Ich finde letztendlich auch, dass du ihn anzeigen solltest. Aber das ist jetzt eine Frage, ob das du... Das sagt mir jeder und das ist eben das Problem, was ich habe. Ja. Weil ich habe natürlich auch so ein bisschen... Also er ist nun mal ein Mensch, der als sehr gewalttätig bekannt ist. Und ich habe natürlich auch Angst, was ist, wenn... Ich habe also bei der Polizei auch gefragt, wie ist das, wenn ich ihn jetzt anzeige, wird er das halt eben als Anzeige auf den Tisch bekommen und da er eh nichts zu verlieren hat. Verstehe, das muss man natürlich alles berücksichtigen. Bitte? Ich verstehe, das muss man natürlich auch alles berücksichtigen. Und er hat mir mal gesagt, das war relativ zu Anfang unserer Beziehung, du wirst die letzte Frau in meinem Leben sein und wenn ich gehe, nehme ich dich mit. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das sind alles so Sachen, die mir im Nachhinein erst klar geworden sind, was das alles eigentlich bedeutet hat. Dunja, ich schaue gerade auf meine Uhr. Ja. Es sprengt im Moment ein bisschen unseren Zeitrahmen, unser Gespräch. Ja. Ich möchte dich auf keinen Fall allein lassen mit dieser Geschichte und biete dir an, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Ja, okay, gerne. So grob, was ich meine, habe ich dir gerade schon gesagt. Aber man muss natürlich vieles berücksichtigen, da hast du völlig recht. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, das ist lieb. Super. Liebe Dunja, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ja. Tschüss. Weiter geht es jetzt mit dem Piet. 41, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Ich habe eine riesengroße Sorge mit meiner Freundin. Und zwar leidet die unter Morbus Crohn. Das ist eine Magen-Darm-Krankheit, die sehr schlecht oder so gut wie gar nicht zu heilen. Mhm. Und sie ist sehr depressiv dadurch. Sie hat keinen Lebensmut mehr. Wie alt ist deine Freundin? Die ist 46. 46. 41. Und wie lange hat sie die Krankheit schon? Die hat sie schon ein paar Jahre, also seit 10, 11 Jahren hat sie die schon. Und wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Ein Jahr schon. Ein Jahr, das heißt. Ja. Wie stark ist die Krankheit denn? Morbus Crohn ist ja eine sehr schlimme und sehr chronische Erkrankung, die kann sehr schlimm sein. Wie weit ist sie schon entwickelt? Hat sie sich schon entwickelt? Ja, das ist das. Ich war letztens mit ihr zum Arzt der Arzt will sie am liebsten ins Krankenhaus schicken und sie hat eine Phobie gegen Krankenhäuser. Sie braucht nur einen weißen Kittel, dann ist bei ihr Feierabend. Dann sagt sie, nee, ich gehe nicht ins Krankenhaus. War sie denn schon mal wegen der Erkrankung im Krankenhaus? Ja, dann ist sie abgehauen nach 3 Tagen. Aber sie hat noch keinen künstlichen Ausgang. Nee, noch nicht. Das nicht. Wie macht sich denn die Erkrankung bei ihr bemerkbar? Das ist Blutung im Stuhlgang und beim Wasserlassen. Da sind Blutungen und auch Kreislaufprobleme sind dann da und. Ist sie denn überhaupt nicht in ärztlicher Behandlung? Doch, ist sie. Beim Hausarzt? Nee, nicht beim Hausarzt. Das ist wie heißen die Ärzte? Gastroenterologen. Ja, okay, also ambulant, aber in ambulanter Behandlung. Aber sie zerbricht daran. Sie hat jetzt vor 3 Wochen hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Sie hat mich kurz vorher noch angerufen, hat gesagt, sie macht das nicht mehr. Du hast die Telefonnummer von meinem Vater. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wir sehen uns morgen, aber dann siehst du mich anders. Und dann bin ich sofort losgelaufen. Ich wusste, was sie meinte. Und ich habe sie dann vor der Toilette wieder gefunden. Und sie hat erbrochen, weil sie Tabletten geschluckt hat. Sie hat ja unendliche Tabletten. Hat sie denn schon seit langem mit diesen Depressionen zu kämpfen? Ja. Schon vor deiner Zeit? Was ich schon von Bekannten weiß. Ich kenne sie erst seit einem Jahr. Ich kenne ihren Freund, also ein guter Bekannter. Ich kann bloß auch nicht mehr so leben, weil ich mache mir jeden Tag Sorgen. Mhm. Heute Abend ist ihr Vater da zu Besuch und da weiß ich, der passt auch auf sie auf. Also Piet, das hört sich für mich als ein ganz, ganz, ganz klaren Fall für einen Psychiater. Den Gang hat sie auch schon gemacht. Da hat sie Antidepressiva bekommen oder verschrieben bekommen. Die nimmt sie ja nicht. Die nimmt sie nicht? Nee. Mhm. Und der Arzt, der sie wegen ihrer Darmerkrankung behandelt, kann der denn nicht auf sie einwirken, dass sie dann auch diese Medikamente des Psychiaters nimmt? Weißt du, ich habe so das Gefühl, als wenn die schon so lange vertraut sind, der Arzt und sie,
dass er auch nicht mehr so die Möglichkeit sieht, sie zu beeinflussen. Hast du denn mit dem Arzt mal ein Gespräch geführt? Ja, habe ich mehrmals. Und was sagt er? Dreimal. Und er hatte zu mir gesagt, versuch irgendwas. Das darf sie ja gar nicht wissen, sonst flippt ja meine Freundin dann aus, wenn sie weiß, dass ich heimlich Gespräche mit ihrem Arzt führe. Ne? Aber wie schätzt denn dieser Arzt die Situation ein? Also ich hab totale Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Angst gehabt, Aber nochmal die Frage, Piet, wie schätzt Ihr Arzt, der Sie schon so lange kennt, wie schätzt er die Lage ein, die psychische Lage? Psychische Lage? Schlecht, ganz schlecht. Und hast du denn mit ihm darüber gesprochen? Ich hake da nochmal nach, was ich gerade sagte, dass man vielleicht gemeinsam mit diesem Arzt Sie dazu bringen kann, dass Sie die Medikamente des Psychiaters nimmt. Sie bricht alles ab. Ihr Arzt hat zu mir gesagt, er sagte selber zu mir, er kann ihr nicht mehr helfen. Würde sie denn in eine Klinik gehen? Nein. Auch nicht. Sie hat eine Phobie gegen Kliniken. Ach, hast du gerade gesagt, ja. Ja, und ich meinte jetzt eine psychiatrische Klinik. Aber wenn sie sich so sträubt dagegen, aber ich meine, sie ist ja akut selbsttötungsgefährdet. Ja. Und ich mache mir tagtäglich Sorgen. Ich bin. Das ist natürlich dann so ein Punkt schon, wo man überlegen muss, ob man jemanden zwangs einweist, um ihn zu schützen, um ihm zu helfen. Wenn du dir solche Sorgen machst und gerade eben auch ein Selbsttötungsversuch hinter ihr liegt, finde ich das durchaus dann auch eine Überlegung wert und dass man das macht. Zweimal, das ist ja das Problem. Schon zweimal hat sie das versucht und ich bin selber krank, ich bin Epileptiker und ich bin jeden Tag bei ihr. Das ist ja für dich auch eine wahnsinnige Belastung, ne, das Ganze. Aber die Belastung nehme ich ja gerne auf mich, weil ich die Frau ja auch liebe. Hm. Ich möchte sie auch behalten. So, das ist ein akuter psychiatrischer Notfall. So würde ich das jetzt immer so einstufen, in meinem Laienverständnis. Wie du als Freund, als ganz nahestehender Mensch damit umgehst, das beraten wir jetzt, da beraten wir dich jetzt fachmännisch im Hintergrund. Das machen wir, das kann ich dir gar nicht richtig sagen und das soll ja auch alles Hand und Fuß haben. Lieber Piet, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Freundin. Dankeschön nochmal, ne? Okay, tschüss. Und Rosemarie ist hier. Na, die ist noch nicht hier. Frag ich mal meine Regie, ob ich die Rosemarie haben kann. Das geht nicht, dann nehme ich jetzt die... Da stimmt auch was nicht. Michael müsste jetzt hier sein. Michael 29, guten Morgen. Genau. Jetzt habe ich dich, das ist sehr schön. Michael, um was geht's? Ich muss erst mal gucken, du bist ja, also wenn ich dich im Fernsehen anschaue, dann verzögert sich das. Ja, das ist zeitversetzt. Ich glaube, ich mache den Fernseher am besten aus, ja. Hallo Jürgen, hallo. Hallo Michael. Und um was geht's? Ich habe angerufen, weil ich bin, glaube ich, asexuell. Also ich nenne es einfach mal so, ja. Ich habe noch nie das Bedürfnis gespürt, mit einer Frau zu schlafen. Noch nie und ich habe es damals ausprobiert. Also ich habe damals, als ich 14, 15 war, bin ich natürlich damit konfrontiert worden, ganz klar bei mir im Bekanntenkreis. Alle haben erzählt, sie haben Freundinnen, haben mit Frauen auch geschlafen und ich habe dann auch eine Freundin gehabt, ja, und wir haben es ausprobiert, aber ich finde da überhaupt nichts dabei. Ich brauche das gar nicht. Ja, also mit 14, 15 hast du das einmal ausprobiert, das ist ja noch sehr früh. Ja, natürlich. Und seitdem ist überhaupt gar nichts gelaufen. Kein Mal verguckt, kein Mal. Ich habe Freundinnen gehabt, aber ich habe nie so richtig, also es hat immer daran gescheitert, dass die Frau mit mir schlafen wollte. Und du hast keinen Bock. Ich habe es ausprobiert, richtig, genau, und ich hatte keine Lust daran. So. Keine Lust. Hast du denn generell Sexlust? Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe gerade einem Redakteur habe ich gesagt, ja, da laufen jetzt ganz viele nackte Frauen da im Fernsehen, DSF, ja gut, was es halt so alles gibt. Ja. Diese Sender solltest du nicht gucken. Wollte ich nicht gucken. Ne? Nein, aber die Frage ist ja, insofern hast du ein sexuelles Bedürfnis, onanierst du zum Beispiel? Nein, onanier tue ich auch nicht. Nie? Also ich habe es damals ausprobiert, aber ich finde die Bewegung erstens anstrengend, es ist richtig blöd. Hast du schon mal einen Orgasmus gehabt? Nein, auch nicht. Hast du eine Erektion ab und zu? Erektionen, wenn ich mir dran rumspiele, so ein bisschen, dann schon, ja. Und so nachts, wenn du morgens aufstehst, das ist
Also ist ja, wenn ich auf Toilette gehen muss, ganz normal halt. Klar, wenn man eine Zeit lang nicht auf Toilette war, dann hat man schon eine Erektion so an sich. Also ich habe mich mal mit einem unterhalten, der ist weitaus älter wie ich. Ich werde jetzt 30 nächste Woche. Warum ich auch anrufe, ist, dass ich, also ich werde halt jetzt damit konfrontiert, meine Schwester, die hat jetzt ein Kind bekommen. Mhm. Ich mache mir jetzt schon Gedanken und meine Mutter, die möchte ja, also die wünscht sich Enkelkinder jetzt auch, ja, aber ich will gar keine Kinder haben und keine Kinder machen. Und ich... So weit sind wir ja noch nicht. Bitte? Ich sag, so weit sind wir ja noch nicht mit Kinder. Aber jetzt werde ich 30 und jetzt beschäftigt mich das Thema. Ja, natürlich. Die Grundfrage ist natürlich, was ist mit deiner Sexualität los? Oder stehst du auf Jungs, auf Männer? Nein, auch nicht. Gar nichts. Also weder auf Jungs noch auf Männer. Ich bin ganz neutral. Ich mache meine Arbeit, ich mache meinen Haushalt, ich mache mein Gattenkram soweit. Ich brauche das nicht. Genau deswegen habe ich angerufen. Vermisst du das denn? Ich vermisse das auch nicht. Gar nicht. Dir geht's ganz gut so? Mir geht's ganz gut so. Hast in dem Sinn noch keinen Orgasmus gehabt? Hast onanierst auch nicht? Nee, gar nichts. Hm. Also ich sehe es auch nicht als andermal an. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ist um die 40 rum. Hm. Und den habe ich gerade vor kurzem kennengelernt. Bei dem ist es genauso. Der hat zu mir gesagt, Michael, also wir sind ins Gespräch gekommen, habe ich ihn angesprochen, da sage ich ja, Tobias, du hast gar keine Freundin, ich habe noch gar nichts gesehen, weil der wohnt bei meiner Mutter im Haus und keine Frau, keine Kinder oder so. Und sagt er, nee, ich bin asexuell. Und dann sage ich, was ist das denn? Also ich habe mich ein bisschen dumm gestellt, weil keiner weiß das. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn asexuell? Ja, ich brauche das nicht. Und da habe ich mich mit dem unterhalten und da habe ich gesagt, ja, Tobias. Ja, das gibt es sicherlich auch. Das ist eine Promillzahl der Menschen, aber das gibt es bestimmt auch. Die Frage ist nur immer, ist das wirklich so eine Grund-Asexualität oder ist irgendwo etwas, eine Verklemmung da, dass irgendwas nicht so funktioniert, was man vielleicht öffnen könnte? Was ist denn zum Beispiel, wenn du einen sehr erotischen oder pornografischen Film siehst. Ich gehe mal davon aus, dass du sowas schon mal gesehen hast. Ich finde das mehr eklig eigentlich. Also es erregt dich überhaupt gar nicht. Nee, ich finde das eher eklig. Also wenn jemand ihre, also zum Beispiel wenn eine Frau ihre Brust oder so zeigt, dann sehe ich das so wie, das ist, also ganz sachlich, eine Brust ist dafür da, um ein Kind zu stillen. Ja, okay. Genau wie ein Mund dafür da ist, was zu essen. So. Du hast gerade so eine Sekunde gezögert, als ich fragte, oder stehst du vielleicht auf Männer? Könnte es vielleicht daran liegen? Nee, dass du letztendlich doch auf Männer stehst und das aber nicht überhaupt nicht willst und dadurch alles dicht machst bei dir? Ich bin jetzt 30, ich weiß es. Nee, Männer ist es auch nicht. Also Männer finde ich auch nicht so erotisch. Aber eher erotisch als eine Frau, wenn schon, wenn du entscheiden solltest. Wenn ich entscheide, nee, würde ich auch nicht sagen. Also einfach so für mich sein. Also ich arbeite auch mit Menschen zusammen. Ich arbeite im Kindergarten, ja. Bin Erzieher von Beruf und werde damit ja auch konfrontiert. Und das sind natürlich Frauen, die wie Männer halt sie beschreiben, toll aussehen. Ja. Na gut, das habe ich jetzt schon verstanden, dass du da nicht drauf abfährst. So, jetzt ist die Frage, die Grundfrage ist, stört es dich, leidest du darunter? Ich leide darunter, dass... ich werde damit konfrontiert, dass Leute Kinder bekommen. Also die Erwartung, da ist eine Erwartungshaltung, genau, und die kannst du nicht erfüllen und daran leidest du. Genau, ich denke, ich bin in so einem Gruppenzwang drin. Ich muss jetzt mal langsam, ja, aber ich will eigentlich gar nicht. Warum auch? Für was? Letztendlich finde ich, wenn man, vielleicht gibt es ja wirklich asexuelle Menschen, die einfach keinen starken Sexualtrieb haben. Ich möchte auch gar nicht. So, warum? Wenn das wirklich so wäre, dann würde ich auch sagen, gut, okay, dann ist es halt so, wenn du gut leben kannst und du auch nicht das Gefühl hast, etwas zu vermissen, dann lebst du so dein Leben, wenn das auch sehr unnormal und sehr merkwürdig so den anderen klingt, aber das ist halt dein Leben. Wenn da aber auch nur ein Ansatz von Zweifel bei dir besteht, dann würde ich mich einfach mal auch bei einem Mediziner durchchecken lassen, einen Hormontest machen, ich würde mal zum Urologen gehen, einfach mal so das Grundprogramm abtasten lassen, ob alles so körperlich in Ordnung ist. Das wäre so erstmal, dass das einfach mal so routinemäßig mal durchchecken. Also wie gesagt, ich werde jetzt 30 und jetzt wird mir das erst so richtig bewusst, dass ich werde wie gesagt damit auch konfrontiert. Jetzt wird meine Schwester, die hat ein Kind bekommen. Ja, hast du schon gesagt. Aber interessant ist ja, dass du die ganzen letzten 10 oder Jahre kein Drang danach gespürt hast, irgendwie mit einer Frau sexuell irgendwie gut. Ich habe jetzt auch eine Freundin, die habe ich im November kennengelernt. Wir machen dann sowas wie
wir gehen ins Kino, wir trinken mal einen Kaffee, wir... Ja, aber die wirst du nicht lange haben, weil damit wird die sich nicht zufrieden geben. Genau das war ja das Problem, auch die letzten Male, ja, dass die Frauen dann irgendwann, die eine hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich glaube, du spinnst. Da sag ich, was? Ja, du spinnst, das sage ich, ich habe keine Lust. Wieso lässt du dich denn überhaupt auf so Frauenbeziehungen in Anführungszeichen ein? Warum? Ja, gut, ich bin nicht so der Weggeher. Ich habe nicht viele Beziehungen auch, ja, ich bin mehr so... Na gut, du hast ja gerade zu mir gesagt, da gab es schon einige... Da gab es einige, ja. Wie lange haben die eigentlich immer gehalten? Ja, gut, schon, also die letzte war 2 Jahre zum Beispiel. 2 Jahre? Aber da hatte sie keine Lust. Das muss ich zusagen. So, aber dennoch, nochmal meine Frage von gerade. Ja. Warum suchst du dann überhaupt einen Kontakt zu einer Frau, wenn dich das sexuelle Erotische auch überhaupt nicht interessiert? Richtig, genau. Das hatte ich zu einem Redakteur schon gesagt. Das ist ja so eine Schauspielerei von mir. Genau, wie auf der Arbeit halt auch. Ach so, um den anderen zu zeigen, hier, ich habe auch eine Freundin. Die Erwartungen, nein, um einfach den Erwartungen zu entsprechen, was halt die anderen Menschen auch haben. Ja, so meint es. Und ich habe, ja, das ist dieser Gruppenzwang einfach. Du brauchst irgendwie... Du brauchst es natürlich nicht, wenn du letztendlich selbstbewusst zu dir selbst stehst, dann kannst du das natürlich auch so... Ich bin mir nicht ganz sicher, was bei dir los ist. Ich weiß es nicht. Ob das wirklich eine solide Asexualität ist oder ob da doch irgendwas im Untergrund rumort, was nicht ans Tageslicht kommen soll. Wenn du mit diesen Frauen, mein Gott, 2 Jahre ist ja eine lange Zeit, gehst du mit denen denn zärtlich um? Wir geben uns einen Kuss auch, ja. Streichelst du die Frauen? Ja, aber ich empfinde dabei nichts. Ich mach's halt, weil sie das einfach von mir vielleicht erwartet. Ich mache es einfach so. Ja. Ich mache es einfach so, weil ich denke, na gut, es gefällt ihr vielleicht. Ja. Gab es denn schon mal eine Situation, wo eine Frau dich dann versucht hat, im Bett zu verführen? Natürlich. Und dann liegst du da und passiert nichts? Ja gut, die Erektion ist schon da, aber ich habe keine Lust. Ich drehe mich dann zur Seite und sage dann, ach komm, lass uns schmusen oder so. Ja. Und dann ist okay. Und das war ja davor die Frau, ja, bevor ich diese Frau hatte. Vielleicht. Ja, eine Sache. Bitte? Davor die Frau, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee. Und die hat ja zu mir gesagt, ich glaube, du spinnst, ja. Mhm. Und so ging es auch auseinander. Und hab dann, also ich meine, es ist ein Versuch wert. Lass doch mal so eine Situation auf dich zukommen mit einem Mann. Mal sehen, wie du dann reagierst und funktionierst. Vielleicht drehst du dich dann ja nicht zur Seite. Ich weiß es nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. Wenn du dich dann auch zur Seite drehst, dann wissen wir zumindest hundertprozentig, du stehst nicht auf Männer und stehst nicht auf Frauen. Das hast du echt mal recht, dass ich das wirklich mal aus. Ja. Ich meine, was hast du zu verlieren? Ja. Was hast du zu verlieren, Michael? Gut, ich finde das... Ja gut, vielleicht einfach mal ausprobieren. Ja. Ich mein, gerade ich als Pädagoge bin ja einer, der erst mal ausprobiert, bevor... So, genau, da solltest du offen rangehen. Natürlich, ja. Lieber Michael, die Sendung ist gleich rum. Ich muss mich leider verabschieden, aber okay, ich glaube, wir haben das Grundlegende besprochen, ne? Ja, ich fand es mal toll, durchzukommen, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und nächste Woche heißen unsere Themen: Ich habe es aus Liebe getan und verrückte Paare.